Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dieser heutige Tag beginnt, wie der gestrige geendet hat. Es sind so viele unterwegs, gerade ist einer hier über mir drüber geflogen und wir haben aber genug zur Auswahl. Also wir sind ja nicht auf einen Einzelnen angewiesen. Der fliegt wieder zurück, um dann seine neue Schleife zu ziehen. Ja, es ist schon schwer erkennbar, weil er schon durch ältere Trails fliegt, die bereits einige Minuten jung sind. Aber wir müssen nicht lange suchen, da ist schon der Nächste. Ja, heute sind sie wieder eifrig und fleißig am Werken. Im Dienste des Klimaschutzes, richtig. Ja, so schützt man Klima. Das ist doch logisch, oder? Jetzt spüren wir, man hat richtig das Gefühl, wie das Klima gerettet wird. Spürst du das auch? Ja, ich spüre das. Es ist unglaublich. Wahnsinn, so geht Klimarettung. Da fließen die Milliarden nur so hinein, aber keine Angst. Es fließen nicht alle Milliarden da rein. Ich schätze mal, so 20% werden da schon von den Klimarettungsmilliarden hineinfließen. 80% schätze ich sind Provisionen. Ja, das muss man halt auch berücksichtigen. Das ist halt ein gewisser Verwaltungsaufwand, der da betrieben wird. Und gewisse Taschen wollen ja vollgestopft, wollen ja voll elgort werden. Also großartig. Wunderschön, was wir hier sehen. Schauen wir mal vielleicht. Wie gesagt, lang müssen wir nicht suchen. Ist das da einer? Man weiß es nicht. Oh, das war nur ein Stotterstreifen, kann passieren. Was haben wir dort hinten? Nix. Ja, der da oben, das ist der, den wir zu Beginn hatten. Also ich möchte euch nicht denselben zweimal verkaufen. Den haben wir schon gesehen als erstes. Na, schade, dass ich den ersten Ober mir nicht erwischt habe. Der war am größten, aber bis ich da die Kamera geholt habe, die Speicherkarte reingestoppelt habe, am Dachboden raufgelaufen, ist er schon weg. Aber egal. Wir sehen, sie sind fleißig, sie sind wieder hochaktiv zur Rettung der Menschheit. Ich warte halt noch ein bisschen und beobachte über der Kamera. Ein bisschen mehr hätte ich gern gefunden, aber ist ja wurscht. Wir sehen halt wieder hier das ausflockende CO2. Ja, bitte ganz gefährlich, ganz gefährlich. Hier furchtbar, furchtbar das CO2. Wahnsinn, ja, die Lebensgefahr. Bitte, Luft anhalten, gefährlich. Das ist gefrorenes CO2, ganz seltener Anblick, ganz selten. Das ist gefährlich. Ja. Schaut aus wie so ein DNA, gell, wie so ein Doppelhelix. Gut, kleiner Stimmungsbericht. Heute am falschen Montag, am falschen Wochenbeginn, aber das Sprühen, das ist zumindest real. Also kleiner Trost. Ich schaue nochmal in der Nähe der Sonne, aber das wird schwierig werden. Nein, es ist schon zu dicht gesprüht. Es ist schon zu dicht gesprüht, dass man da noch was sehen würde. Ich kann noch einen Blick in Richtung Schwurbulatoris machen. Schauen wir mal. Da sollten sie sein. Na, unglaublich. Er steht. Kein Wind und er dreht sich nicht. Also das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Da muss eine Inspektion erfolgen. Da hat es was. Na, leider. Nur so wenige heute. Verwunderlich. Alles Ende.